Ich brauche mehr Zeit. Ich warte immer noch. Es tickt zu leise. Genug Disziplin. Rache ist noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Ein würdiger Gegner. Ich habe zu wenig Disziplin. Eure Furcht noch nicht bereit. Ich brauche mehr Disziplin. Ich warte immer noch. Ich brauche mehr Zeit. Wollt ihr noch mehr? Noch nicht bereit. Nicht genug Disziplin. Vergeltung! Ich warte immer noch. Ich habe zu wenig Disziplin. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Disziplin. Ich warte immer noch. Wollt ihr noch mehr? Ich brauche mehr Zeit. Nicht genug Disziplin. Ich warte immer noch. Das werdet ihr nicht überleben. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Vergeltung! Ich brauche mehr Zeit. Das werdet ihr nicht überleben. Ich warte immer noch. Ich warte immer noch. Wer
nicht bereit. Das kann ich mir nicht leisten. Alle im Stadt schon dort. Scheiß Dungeon. Ich brauche mehr Zeit. Immer noch. Immer noch. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Disziplin.
Ich habe zu wenig Disziplin. Ich warte immer noch. Ich brauche mehr Zeit. Nicht genug Disziplin. Ich warte immer noch. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Der Portalwächter ist hier. Ich warte immer noch. Wollt ihr noch mehr? Viel Erfolg. Ich brauche mehr Zeit. Ich warte immer noch. Ich brauche mehr Disziplin. Noch nicht bereit. Vergeltung! Leicht zu besiegen sein. Ich brauche mehr Zeit. Rache ist süß. Noch nicht bereit.
brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Spürt meinen Zorn. Ich warte immer noch. Rache ist süß. Ich brauche mehr Zeit. Ich warte immer noch. Blute abschauen. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Nicht genug Disziplin. Immer noch. Finsternis erwartet euch. Ups. Ich brauche mehr Zeit. Der Portalwächter hat euch. Noch nicht bereit. Spürt meinen Zorn. Ich warte immer noch. Noch nicht bereit. Rache ist süß. Ich brauche mehr Zeit. Ich habe zu wenig Disziplin. Ich warte immer noch. Ich brauche mehr Zeit. Diese Bestien zerreißen. Eure Furcht verrät euch. Noch nicht bereit. Ich warte immer noch. Wollt ihr noch mehr? Ich brauche mehr Zeit.
herzlich bereit. Ich warte immer noch. Rache ist süß. Meine Tasche ist zu schwer. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Wollt ihr noch mehr? Ich muss zurückkehren. Sitzt hier die. Ich brauche mehr Zeit. Rache ist süß. Was ist bitte für eine Scheißhöhle, ey? Ich brauche mehr Disziplin. Ich brauche mehr Zeit. Finsternis erwartet euch. Noch nicht bereit. Ich warte immer noch. Oh, Gott sei Dank.
Noch nicht bereit. Vergeltung! Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Wollt ihr noch mehr? Ich brauche mehr Zeit. Das war nur ein Vorgeschmack. Ich warte immer noch. Ich brauche mehr Zeit. Das werdet ihr nicht überleben. Ich warte immer noch. Der Portalwächter ist hier. Noch nicht bereit. Ich warte immer noch. Blute abschauen. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Das war nur ein Vorgeschmack. Ich warte immer noch. Ich brauche mehr Zeit. Vergeltung! Noch nicht bereit. Spürt meinen Zorn. Ich warte immer noch. Finsternis erwartet euch. Ich brauche mehr Zeit.
noch nicht bereit. Das werdet ihr nicht überleben. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Eure Furcht verrät euch. Ich warte immer noch. Ich brauche mehr Zeit. Blute abschauen. Ich warte immer noch. Noch nicht bereit. Das ist zu teuer. Alles vierfach, nur nicht das, was du brauchst. Ja. Noch nicht bereit. Eure Furcht verrät euch.
warte immer noch. Spürt meinen Zorn. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Rache ist süß. Immer noch. Finsternis erwartet euch. Noch nicht bereit. Spürt meinen Zorn. Ich brauche mehr Zeit. Ich warte immer noch. Noch nicht bereit. Wollt ihr noch mehr? Ich warte immer noch. Ich brauche mehr Zeit. Der Portalwächter ist noch nicht bereit. Immer noch. Ich brauche mehr Zeit. Das war nur ein Vorgeschmack. Ist ja richtig was los. Ich warte immer noch. Eure Furcht verrät euch. Ich brauche mehr Zeit.
Noch nicht bereit. Es ist zu teuer. Sitzt dir die Kraft. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Ich warte immer noch. Noch nicht bereit. Wollt ihr noch mehr? Ich brauche mehr Zeit. Rache ist süß. Immer noch. Ich brauche mehr Zeit.
erholen. Können wir mehr? Ich warte immer noch. Vergeltung! Ich verliere Kraft. Noch nicht bereit. Ich habe einen neuen Verbündeten. Meine Feinde werden stärker. Ich warte immer noch. Das werdet ihr nicht überleben. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Wollt ihr noch mehr? Ich warte immer noch. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Das war nur ein Vorgeschmack. Der Fall. Ich warte immer noch. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Spürt meinen Zorn. Nicht bereit. Ich warte immer noch. Rache ist süß. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Eure Furcht verrät euch. Ich warte immer noch. Ich brauche mehr Zeit. Finsternis erwartet euch. Ich warte immer noch.
Ich bin überlastet. Rache ist süß. Seid von den Feinden der Nephalem umgeben. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Blute abschaum. Noch nicht bereit. Ich warte immer noch. Spürt meinen Zorn. Ich brauche mehr Zeit. Warte immer noch. Blute abschaum. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Immer noch. Spürt meinen Zorn. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Finsternis erwartet euch. Ich warte immer noch.
Der Portal. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Wollt ihr noch mehr? Noch nicht bereit. Ich warte immer noch. Ich brauche mehr Zeit. Ich warte immer noch. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Warte immer noch. Ich brauche mehr Zeit. Vergeltung! Nicht so schüchtern. Bis bald. Und bald wieder. Das ist zu teuer. Das hier eure. Noch nicht bereit.
immer noch. Spürt meinen Zorn. Noch nicht bereit. Warte immer noch. Ich brauche mehr Zeit. Warte immer noch. Rache ist süß. Noch nicht bereit. Ich muss mich erholen. Ich brauche mehr Zeit. Mein Training zahlt. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Ich warte immer noch. Bereit. Moje. Ich gucke mir das so an, ich höre so, ich bin ganz still, man hört mich fast, dann schreibe ich und wie ich dich schon und dann direkt so. Ich habe auch erst gelesen, was da steht und dann gelesen, von wem. Ich habe erst voll die Haarsfalten auf die Stirn bekommen. Denke mir so, du kleine Ratte, was willst du denn? Sehe ich, es war der Rattenkönig persönlich, deswegen, okay. Ja, Rattenkönig. Ah, es geht.
Oh, Wochenende. Ja, ist das so? Oh, ich habe mich lange nicht so drauf gefreut, Junge. Ich weiß, so mit dem Leben nach der Kappe und halt echt. Ich glaube, so wieder die neueste Tiefe von deinem Vater. Wieso? Ja, alles. Momentan ist einfach alles gewiss. Also arbeitsmäßig, Firma und Fackerei und so. Ja, was gibt's denn da eigentlich? Wer hat dich da irgendwie wie angemacht? Nochmal, ich hab das gelesen, aber hab das nicht 100 pro verstanden alles. Eher wegen Montage oder so irgendwas. Ach so, ja. Seit ich war ja diesmal mit drei Elektrikern dort, ne? Und einer von denen war Elektromeister, das war auch gleichzeitig der Bruder von dem Vorarbeiter von mir, der jetzt gegangen ist, ne? Ach von, ja, mit dem, na, mit dem sie es machen konnten, oder was? Genau, bei dem habe ich eh erstmal Pluspunkte, ne, weil ich von meinem Bruder so für sich war. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, ey, ich weiß, eine ganz andere Welt, ne, viel chilliger diese Fahrt und alles dort aufgehalten mit dem, du, einfach nicht so krank wie dieser Schiffbaumeister da so ist. Ja, okay. Dann, die Woche rum. Woche rum, wo war? Genau. Freitags kam dann der Mössenbach, so ja, der Rainer Mühlbach, der ist mein Chef, der Penner, ne? Ja. Der hat uns schon versucht anzurufen und dann meint er zu mir, der wird jetzt bestimmt fragen, wie es aussieht in der nächsten Woche Montage. Was soll ich denn sagen? Da schreckt so. Nach dem Main, ich kann nicht, ich hab da Mühe, ne, direkt. Ja. 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 Alles erstmal gut. Und dann waren wir auf der Autobahn, mitten auf der Autobahn. Ich war natürlich nur am Rad, so, ne, ich konnte eine Strecke und so. Und 6 Stunden dachte ich mir, wie schneller können wir fahren. Ja, das ist schon richtig. Das weiß ich auch soweit alles. Du hattest ja auch ein Telefonat auf der Rückfahrt. Und, genau, und dazu komme ich jetzt zum Telefonat. Oder was meinst du mit dem? Ja, nachdem du wieder angekommen bist, jetzt warst du noch eine Woche wieder arbeiten, oder nicht? Ach so, ja, ja, montags, ich habe ja erst gedacht, da wird vielleicht ein bisschen Beef kommen oder so, ne? Ja, erstmal gar nichts, ne? War nicht Mittwoch irgendwas? Du hast mir irgendwas geschrieben, ich müsste es wenn du jetzt nachlesen. Ja, keine Ahnung. Ach, das hier. Nach dem Telefonat hatte der Chef das Kinn bis auf den Boden. Ja, stimmt. Ging es ja darum. Ja, ich vertan. Okay. Ich dachte, da wäre noch irgendwas vorgefallen. Jetzt in der Woche. Einfach nur so der normale. Der normale. Wahnsinn. Gestern war so ein Tag, ey. Hatte ich schon gedacht, wenn man fragt, warum ich mache gerade noch einen Kampf oder so. Ja, wann musst du denn jetzt wieder dahin? Ja, keine Ahnung, ne? Mein Hurenwurm-Chef ist dort. Und dann dieser Meister, der theoretisch für mich jetzt zuständig wäre, aber auf dem ich halt nicht bauen kann. Der ist so korrekt. Also ich kann, also man könnte sagen, der Meister ist eigentlich voll korrekt, aber der gibt einen Scheiß auf alles, weißt du? Das früher, die Installateure da, wo die Lerner schon hinher, hat der Huren im Schatz sich da irgendwie zu oft eingemischt oder hat er gesagt, wer da scheiße ist. Weißt du, das hat ja, ja, klar. Kann sich auch nicht drauf verlassen. Also der nimmt da irgendwie Aufträge an oder so eine Driss. Kommt dann, da,
ich habe schon ziemlich erzählt, so eine Theke auf einer Küche, auf dem Sonnenweg. Da haben wir installiert und meinte, da kommt ein Schiff, kannst ja, okay, eine Theke, kannst ja schon mal gucken, was du brauchst. Hat sich für mich so angehört, so, ja, ich brauche auch gleich da auf, weißt du? Und sag mir dann, was da Sache ist und hin und her. Das heißt, der kann man mit dem Tag da machen. Alleine, ich bin froh, wo ich alles absperren kann und so. Jedes Schiff ist ja gebaut, manchmal, keine Ahnung, wir kommen in Labyrinth vom Krater zu, weißt du? Ja, ich denke mal, also es ist ja nicht die schlechteste Firma der Welt, aber die könnten es so viel besser haben, ne? Das könnte noch so viel besser laufen, ne? Wenn die mit den Leuten richtig umgehen würden, aber es ist fast überall so. Es ist aber, ne, es ist aber so extrem, ich schlüssel, in meiner alten Firma, alles, wo ich mich irgendwie beschweren konnte, ich lache natürlich, weil ich immer tot lache. Das ist echt so, wenn ich mit den Leuten rede, ne, erst seitdem dieser Buch und dem Chef da ist, da, der zweite. Echt, ich schlüssel, wenn die Firma echt irgendwann Daumen geht, Junge, dann nur wegen dem alleine. Dass sie das nicht sehen wollen, ne? Ja. Der oberste Chef, der macht ja auch nichts, weil der sagt dann so, ja, ist Familie, weißt du, ich schlüssel. Toll. Ich denke mir, Alter, dem ist, ich glaube, dem ist auch eh ein bisschen drissigal, weil ich sagte, keiner von dem, also der muss auf jeden Fall nicht arbeiten, ne? Jetzt haben wir erst vor kurzem fast ins Schloss gekommen, das irgendwie. Ja, die Kohle muss irgendwie weg, die er kaputt macht da. Ja. Wir haben auch so viel Eigentum. Na klar, ja, verhungern würden die nie, selbst wenn jetzt auf einmal die Firma zumachen würden. Und insolvent wäre oder so, was aber auch nicht passieren wird, erstmal. Wir sind ja einfach viel zu riesig. Ja, die haben ja auch noch Schiffsfahrt, so, ne, am Disney, so. Zum Beispiel in Bayern, dieser Ammersee, dass sie alles nur Luftschiffe schicken. Ja, ich weiß, das erzählt. Deswegen. Die haben auch 100 Pro genug auf der hohen Kante für alle Fälle. Kannst du davon ausgehen. Mhm. Ein paar Sachen stellen die sich so geistig an. Und Hauptsache dieser Bastard, der will da dieses Beruf ja. Ingenieure. Ja. Ich schwöre, wie ich das so höre, ich denke, halt, du bist da, ich hänge hier alleine so. Du bist voll knusprig, zwei Mann einzustellen, weißt du? Weil da versucht er wieder, ne? Nur einen Isolator zu finden. Wenn ich diese Ausschreiben da sehe, ne? Krieg ich auch krass. Wieder so einen Doof finden, der alles macht, weißt du? Ja, mit dir sind es ja zwei. Ja, mit mir, das ist halt toll. Wie soll es dann wieder laufen? Genau wie vorher. Bis einer von uns dann keinen Bock hat und dann ist wieder alleine. Ja. Voll der Idiot, ey. Musst du so sagen? Ja? Musst du denen so sagen? Klipp ja, und klar. Wir sind halt irgendwann dich auch einfach hin und sagt, ja, ist das was? Tüdelü! Blöder Wichser. Dann sag ich, ah, ich hab noch auf deine Karre gekackt, Junge, ciao. ich weiß auch nicht. So ein verdammtes, perfektes Büro da, anbauen, da was bestimmt 100.000 Euro kostet, das bringt so viel Geld ein. Ja, sicher, klar. Muss man ausgehen. So viele Idioten da im Büro, Junge. Und sprechen nicht mit, ey, die sitzen in der Schlüssel in das Büro. Das ist, sag ich mal, auf der langen Gerade. So lang wie meine Wohnung jetzt, sag ich mal, ein bisschen länger, ne? Dann schreiben sie sich da E-Mails, ne? Statt einfach mal rüber zu latschen oder an anderen, ey, ich bin nicht auf klar. E-Mails so mit wichtigen Daten und mehr. Ja, und jeder versteht das dann anders, weißt du? Wird nicht nochmal rüberfragt nach, nein, geht das so weiter oder dann? Manchmal denke ich mir, die Affen nicht so. Solche Affen, wirklich. Ein Büro nach dem anderen da zerlegen. Oh Mann, ey. Ich muss mal kurz was futtern. Ich hab noch ein Brötchen. Zieh ich mir was rein.
eigentlich schon so früh online? Ja, Freitag immer noch. Ach so, Freitag, ja, stimmt. Ja, wenn man samstags frei hat, schon, aber. Ja, ich hab samstags frei. Dip, dip, dip. Aber wenn überhaupt nur samstags erbige, ich will ja mit dem anderen Team, oder? Ja, ich muss morgen fast nicht los. Das sind 40 Versuchungen. Ja. Herrlich. Aber ich muss hier dringend fahren, schnell. Es war schon ready von meiner Erde.